Endlich ist es offiziell. Dank einem neuen Blog-Eintrag der Entwickler wissen wir, dass nach dem Star Wars Gameplay Pack ein neues Erweiterungspack vorgestellt wird. Schon vor ein paar Tagen haben die Entwickler einen neuen Blog-Eintrag mit ein paar neuen Infos geteilt, unter anderem auch zum insgesamt 10. Erweiterungspack für The Sims 4. Hier wurde nämlich verraten, dass diese schon in ein paar Wochen offiziell angekündigt werden wird. Was für ein Thema dieses hat, wurde allerdings noch nicht verraten. Ausgeschlossen wurde für dieses Pack nur die Themen Farm, Hochbetten, Autos oder verbesserte Babys, welche es im Pack nicht geben wird. Mehr Informationen wurden allerdings nicht geteilt. Ebenfalls wird es bald neue Informationen zum Hautfarben-Update geben. Auch möchten die Entwickler in Zukunft etwas mehr auf die kommenden Inhalte für Spiel eingehen. Falls es zu all dem mehr Informationen geben sollte, werde ich euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Übrigens, die Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu kann ab sofort bei Instant Gaming für 17,49 € vorbestellt werden, also rund 12% günstiger als bei Origin. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Freut ihr euch über diese kleinen Infos und was könnte im 10. Erweiterungspack enthalten sein? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.